Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engage. Ja, Leute, Herr Support hat sich das gewünscht hier, dass ich mal einen Tiger hinten einblende. Ich mir gedacht, mach ich doch direkt das Safari hier. Ist jetzt nicht ein cooler Typ da mit dem Hund hier? Wahnsinn, wie der aussieht, oder? Aber Kollege, hey Schnuggel, beiß mich nicht, ne? Ich hab da nicht so, also ich stehe da nicht so drauf, gell? Also Kratzspuren mag ich auch nicht so wirklich, gell? Also schön brav bleiben da im Hintergrund, dann ist alles paletti. Da freue ich mich. Okay, also. Ja, Leute, also jetzt muss ich mal gucken, weil irgendwie gucke ich jetzt ein bisschen komisch. So. Okay. Ja, es kommt wieder eine neue Waffe ins Spiel. Das ist ein Scoped Revolver. Den schauen wir uns jetzt mal an hier. Der sieht so aus. Und ja, also bis jetzt sind noch keine weiteren News da. Also scheint man wohl damit wohl die Möglichkeit ranzuzoomen oder so. Und das Ding sieht schon ziemlich effektiv aus. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was es bringen wird. So, jetzt gucken wir mal hier in den aktuellen Item Shop rein, was wir da so. Oh, immer noch dieser Paradox. Aber jetzt haben wir ja auch Noten von euch. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie sind denn eure Noten ausgefallen für den Paradox? Das wäre nämlich mal jetzt wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen was, dass ich auch mal was sehen kann, weil sonst klicke ich mich hier einfach nur durch. So, wo ist der Paradox? So, also auch nicht so begeistert von dem Ding, so wie es aussieht. Ja, und der Paradox hier, 2,93 von 5. Also, ihr findet den genauso schlecht wie wir. Das ist bei 14 Votes, das ist schon relativ aussagekräftig. 4 Reminders. Jetzt gucken wir uns mal an, was sagt ihr denn zu dem Lace? Ja, Lace. Oh, sensationell. 3,17 von 5 bei 18 Votes. Also 7 Reminders. Auch nicht gut angekommen. Einiger durchschnittlich halt, ne? So, hier diese Vision Picker. So, auch hier mal schauen. Vielleicht ist das ja der Bringer gewesen. Aber auch nur 3 von 5 bei 14 Votes. Also. Und dann haben wir noch den Equilibrium. Und auch der nur durchwachsene Noten. 3,27 von 5 bei 11 Votes. Also ihr seid genauso super begeistert gewesen von diesem Pack wie wir. Nämlich gar nicht so wirklich. Ansonsten wären die Noten deutlich besser ausgefallen. Dann schauen wir doch jetzt mal hier rein. Aber hier haben wir natürlich tolle Sachen. Hier haben wir eine geile Picke, die Candy Eggs. Ja. Also ich weiß zumindest, dass der Herr Sofort die total gerne mag, ja. Und ja, die Candy Eggs ist, also ich sehe das Ganze ein bisschen, also sie ist irgendwie interessant, ja, aber ja, also ich weiß ja, sofort würde der wahrscheinlich jetzt 10 von 10 geben. Ich gebe diesem ganzen Geblinke und Geklimper da, gebe ich 7 von 10. Ja. 7 von 10. Gucken wir mal, wie sind denn eure Noten da ausgefallen für das Ding? Das ist ein. Oh, 4,89 von 5. Alter, Vater, bei 61 Votes. Holy. 24. Dezember 2017 ist erstmal rausgekommen. 534 Reminders. Alter, Vater, das ist krank. Ja, dann haben wir hier den Knock-Ops. Auch der natürlich hammer beliebt. Ich weiß das, ja. Und der Knock-Ops, ja, sofort liebt den ja auch. Und ja, ich finde den inzwischen ja auch. Also ich finde ihn ja schon ganz knuffig, ne? Da habe ich auch inzwischen schon sehr an den gewöhnt und deswegen kriegt er von mir 7, auch 7 von 10. Und hier haben wir 4,75 von 5 bei 77 Votes. Also 1103 Reminders. Alter Vater. Ist das crazy. Ja, und dann haben wir noch den Yuletide Ranger. Und ja, der kriegt von mir auch 7 von 10, der Yuletide Ranger. Und hier haben wir jetzt
4,18 von 5 bei 34 Votes. So, sind wir dann hier durch? Ja, jetzt geht's weiter zum Scoundrel. Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Panzerknacker-Verschnitt, ne? Der Scoundrel. Also, sieht ein bisschen bescheuert aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da hinten das Backpack ist cool irgendwo, ja. Aber, was soll ich dazu? Ihr kriegt von mir 5 von 10. Und dann schauen wir mal, was habt ihr denn da für Noten drauf gegeben? 2,77 von 5 bei 13 Votes, also. Dann haben wir den Recon Specialist. Es ist halt auch wieder, soll ich denn das darauf geben? Ja, es ist halt No Skin mit einer Mütze, ja. Und ich meine, okay, er sieht jetzt nicht total schlecht aus. Ich gebe dem Ding halt. Ich weiß, es ist ein Schwitzer-Skin wieder, und aber nur weil es ein Schwitzer-Skin ist, muss es mir nicht gefallen. Ich gebe dem Ding auch nur 4 von 10, ja, oder 5 von 10, 4 von 10. Komm, mach was anderes, ich gebe dem Scoundrel 4 von 10 und dem gebe ich 5 von 10. So. Also 4,52 von 5 bei 29 Votes. 100. Das sind aber nicht so viele. 107 Reminders. So, dann haben wir den Tai Chi. Das sieht cool aus. Irgendwie überschneiden sich jetzt die Sounds. So wie es aussieht. Er sieht schon cool aus, ne? Der Tai Chi, der hat schon was, ja. Muss ich echt sagen. Ist schon cool gemacht. Der Tai Chi kriegt von mir auch 7 von 10. Das ist echt cool gemacht, das Ding. Und dann gucken wir mal hier rein, was hat der Tai Chi von euch? 4,33 von 5 bei 3 Votes allerdings nur. Aber gut, so. Schon echt strange, ich frage mich echt, wo der Sound jetzt hier gerade im Hintergrund herkommt. Aber gut. Dann haben wir Breaking. Irgendwie ist der Sound gerade total verbuggt. Und der Breaking, gut, die meisten von euch kennen den ja schon, der ist schon nicht so schlecht und er kriegt von mir auch 7 von 10. So, der Breaking hat hier 3,47 von 5 bei 19 Votes mit 27 Reminders. So, dann sind wir bei der Plunger-Picke. Die ist ganz nice, also die Idee, da in einen Pümpel ein Katana-Schwert reinzuhämmern, ist auch mega cool irgendwo. Und der sofort liebt die ja auch, also kriegt er auch diese Pümpel-Spitzhacke von mir 8 von 10. Der Plunger 7 von 10, 8 von 10, 7 von 10, 8 von 10, 8 von 10. 3,75 von 5 bei 16 Votes. 58 Reminders. So. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch diesen Standardgleiter. Aus diesem Jeansstoff mit Pailletten drauf. Ein bisschen bling bling. Und der Rhinestone Rider. Sorry, aber es ist halt ein Standardgleiter. Und ja, gut, er sieht jetzt nicht total scheiße aus, aber es ist ein Standardgleiter. Aber dafür, dass er nicht total kacke aussieht, kriegt er halt 2 Punkte. 2 von 10. Fertig. So, und ja, und ihr seht das genauso, sogar 2 von 5 bei 7 Votes, also auch 0 Reminders, keinen interessiert dieses Ding da. So, also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.